Moin Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars The Old Republic. Wir sind angekommen. War doch nicht so ein weiter Weg. Ich dachte, ich müsste von hier einmal hier so rum, aber ich konnte einfach hier schwupps hier runter. Was mich natürlich nicht davon abgehalten hat, erstmal bis hier zu fahren. Bis ich gemerkt habe, oh, warte mal, hier geht's ja gar nicht weiter. Und dann muss ich wieder zurück. Aber nun gut, jetzt sind wir da. Oh, wir sind jetzt in Numen Cars versteckt. Wir müssen also leise sein. Nicht, dass er uns hört. So, jetzt muss ich gucken. Wer sitzt da? Oh, da sitzt Numen Car. Oh, wir haben ihn gefunden. Eure Anwesenheit verrät mir, dass Uldin und Sylix gescheitert sind. Was für eine Schande. Ich hätte wissen müssen, dass man Barras nicht trauen kann. Ich hingegen stehe zu meinem Wort und bin allein gekommen. Wie vereinbart. Laura. Euer Meister erweist sich als Feigling, indem er euch an seiner Stadt schickt. Ich räume immer seine Feinde aus dem Weg. Ihr seid jung, nicht mehr als ein Schüler. Ich hingegen bin ein echter Jedi-Meister. Ihr werdet es schwer haben, ja. Ihr seid Barras Spielfigur. Zwar einfallsreich und stark, aber doch nicht mehr als das. Ich muss eurem Leben ein Ende machen. Sobald ihr aus dem Weg seid, wird Jessa den Beweis liefern können, den ich brauche, um dem Jedi-Rat die Augen zu öffnen und Barras Netzwerk von Spionen bloßzulegen. Kommt schon, K. Blicken wir dem Tod ins Auge und klären das ein für alle Mal. Ich bin mal gespannt, wie leicht oder schwer das so sein wird. Vielleicht geht's besser. Zu vernichten. Relativ schwierig aussieht. Ich verwende mal hier meine Special-Fähigkeit. Also ich habe hier eine Vermächtnisfähigkeit und zwar den Machtblitz, den ich bekomme durch meinen Hexer. So. Platsch. Die Macht ist stark in euch. Ich muss tiefer graben. Wo bist du denn graben? Lasst eurem Zorn freien Lauf. Nur so könnt ihr mich besiegen. Er wird böse. Nochmal gegen ihn. Interessant. Ja, wenn er das so möchte, können wir das schon gerne regeln. Das ist kein Problem. Mein Freund, erstmal schwebst du ein bisschen. Das ist interessant. Ihn kann also Macht wirken, nichts anhaben. Jetzt habe ich ihn aber wieder besiegt. Nein! Das kann nicht sein! Ihr müsst fallen! Ihr müsst vor mir niederfallen! Nein, ich falle vor niemandem nieder! So, also darf ich ihn nochmal besiegen, wie es aussieht. Ihr seht, das macht eine Menge Schaden. Und. Sag mal, was ist denn das für ein Jedi-Meister? Ja, er erzählt die ganze Zeit, wie stark und wie mächtig er ist. Und er kann nix. Nix kann er. So ein Witz, der Typ. Ein Witz. Meine Wunde ist tödlich, Sith. Zumindest sterbe ich in dem Wissen, dass ihr Jessa niemals finden werdet. Gleich taucht sie auf. Ja, wusste ich's doch. Darth Barras hat uns geschickt, falls ihr Hilfe benötigen würdet. Offensichtlich ist das nicht der Fall. Er sagte, Numen Car soll am Leben gelassen werden. Sollen wir ihn stabilisieren? Nein! Seid verdammt, Barras! Ich will sterben. Dann wird Jessa in Sicherheit sein. Ich bin noch nicht fertig, K. Ihr werdet leiden, wie noch niemand gelitten hat. Möge die Macht mich beschützen. Die kann die auch Wir nicht retten ihn und ziehen uns dann in ein benachbartes Gemach zurück. Beeilt euch, Männer! Der Jedi wird schwächer! Ach ja. Ja, foltert mich so lange ihr wollt, Sith. Die Schmerzen schüren meinen Hass, meinen Zorn. Ich werde euch töten, euch und euren jämmerlichen Meister. Hört ihr mich? Ihr seid beide tot. Es ist herrlich zu hören, wie ihr diese vergifteten Gedanken ausspuckt, Jedi. Macht bitte weiter. Eure Selbstgefälligkeit ist eine Beleidigung.
Ihr seid nicht besser als ich. Lasst mich frei, damit ich euch vernichten kann. Er hat es eben dreimal versucht und ist dreimal gescheitert. Oh, lass mich raten. Das ist Jessa Williams. Hey, sie ist hier. Wow, sie sieht ziemlich zornig aus. Jetzt sehen wir, aus welchem Holz sie geschnitzt ist. Sith, eure Männer draußen haben mich vorbeigelassen, also erwartet ihr mich wohl. Beendet eure sadistischen Angriffe auf meinen Meister. Sofort! Jaysa, nein! Ich habe doch gesagt, dass du dort bleiben sollst. Wie kannst du es wagen, meine Anweisungen zu missachten? Jessas Schicksal liegt jetzt in meiner Hand, alter Mann. Mein Opfer war umsonst. Dummes Kind, trotz all deiner Macht hast du nichts verstanden. Was habt ihr ihm angetan, Sith? War das schon immer in ihm? Nein, ja. Das kann nicht sein. Niemand kann eine solche Finsternis verbergen. Irgendwie habt ihr ihn in den Wahnsinn getrieben. Nein. Ich habe nur offenbart, was in seinem Inneren gelauert hat. Ihr seid also dafür verantwortlich? Ihr verwirrt mich, Sith. Das, was ihr mit meinen Eltern auf Alderaan und mit Meister Yunlak auf Tatooine gemacht habt, widerspricht sich. Einmal zeigt ihr Gnade und ein anderes Mal Grausamkeit. Ihr seid ein Rätsel. Und jetzt quält ihr mich, indem ihr meinen Meister foltert. Offensichtlich wollt ihr ihn töten. Das kann ich nicht zulassen. Halte mich auf. Komm und strecke mich nieder. Oh, jetzt mache ich auch noch böse. Ist das wieder nur ein Trick? Provoziert mich nicht, Sith. Ich werde da nicht mitspielen. Beweise, dass du recht hast. Vernichte mich. Es gibt keinen anderen Weg. Tust du es nicht, wirst du zusammen mit deinem Meister sterben. Ich habe euch gewarnt. Halt! Was habe ich getan? Jaysa, nein! Macht euch bereit zu sterben! Wovon träumst du eigentlich, Mädel? Als ob du stärker bist als dein Meister. So, Physik. Achso, wartet mal, bevor ich das Gespräch hatte. Denkt jetzt nicht, dass ich deswegen stärker bin, weil ich jetzt Level 52 bin, sondern ich wurde ja von 52 runtergestuft auf Level 12. Wie ja hier oben steht, deine Stufe wurde angepasst auf Stufe 12. Also es hat nichts damit zu tun, dass ich Level 52 bin. Sondern, ja, ich bin einfach besser. So, jetzt aber. Sorry. Wie frustrierend. Ich kann euch nicht besiegen. War alles nur Lüge? Alles? Er sagte mir, die helle Seite sei stärker. Und dass ich deshalb die dunkle Seite durchschauen könne. Aber es stimmt nicht. Ich bin euch kein Gegner. Die dunkle Seite ist eindeutig stärker. Oh ja. Du hast deine Ausbildung noch nicht beendet, Jaysa. Wenn du dich ganz der hellen Seite der Macht hingibst, kann sich dir kein Sith entgegenstellen. Aber dir oder was? Ihr seid ein Meister der hellen Seite. Warum konntet ihr mich nicht besiegen? Ich habe mein ganzes Leben Täuschung und Verleugnung erfahren. Ich dachte, die Jedi wären anders. Ihr habt mir das Gegenteil bewiesen. Ihr habt mir Meister Kars wahres Wesen gezeigt. Eure Macht offenbart den wahren Charakter einer Person. Die Angst, die ihr auslöst, bringt die Wahrheit ans Licht. Diese Gabe möchte ich auch erlangen. Ich will sie haben. Ihr werdet meine Schülerin sein und ich leite euch auf dem Weg der dunklen Seite. Ich bin geehrt. Ja. So erfülle ich doch noch einen Zweck und habe ein Ziel. Was soll ich tun? Und was machen wir mit Meister K? Wie geil. Sie ist jetzt meine Schülerin. Das ist so geil. Ja, ich würde ja gern, dass sie ihn tötet. Aber es wäre natürlich cool. Ja, ich lasse es mal Darth Baras entscheiden. K wird nach Drum und Kars gebracht und mein Meister wird über sein Schicksal entscheiden. Ist das nicht ein Todesurteil? Hm.
Wir können uns nicht mit den Problemen von seinesgleichen beschäftigen. Ich verstehe. Das Simple an diesem Credo macht es sehr attraktiv. Ich bin bereit, eure Schülerin zu sein. Und ich freue mich darauf, euch so gut ich kann zur Seite zu stehen. Nein. Nein. Das kann nicht mein Schicksal sein. Wer seid ihr, dass ihr über mich bestimmt? Ihr seid nichts. Ich bin Norman Carr. Coole Sache, dass Jessa Williams jetzt mein Gefährte ist. Tut mir zwar leid um Wett, die ich inzwischen auf Level 21 hatte. Jetzt muss ich bei Jessa Williams von vorne anfangen. Aber sie gehört jetzt verdammt nochmal mir. Dann pushen wir sie gleich mal. Ihr mögt mich wohl. Ja. Ihr mögt mich wohl. Ja, ist gut. Dann brauchst du dich nicht immer Nett. Wiederholen. Sondern pushen wir immer sehr schön hoch. Ihr mögt mich wohl. Geschenken hier. Nett. Zack. Ah, hier, großer Einfluss gewinnen. Ihr mögt mich wohl. Ach, komm, wiederhol dich doch nicht immer. Nett. Coole Nett. Sache auf jeden Fall, dass ich jetzt meine eigene Schülerin habe. Nett. Die Jessa Williams. Nett. Coole Sache, so werde ich auch mal die ganzen Gefährtengeschenke los, die ich bisher... Nett. Nicht gebrauchen konnte. Nett. Naja, ich weiß nicht. So bin ich halt. Ich bin halt sehr nett. Ihr mögt mich wohl. So, mal sehen, welches Level sie jetzt hat. Ihr mögt mich wohl. Sie ist jetzt Level 4 schon. Das ist schön. Dann komm mal mit, meine kleine Jessa Williams. Achso, warte mal. Du kannst auch Lichtschwerter tragen. Stimmt, oder? Ach, sie trägt ja ein Doppel Lichtschwert. So, wir reisen mal zu meinem Schiff. Das machen wir mal damit. Ich habe mir hier so ein Ding geholt. Prioritätstransport, eigenes Raumschiff. Dann sind wir ganz schnell auf meinem Schiff. Dann müssen wir nicht immer hin und her fliegen. Ach ja, die Jessa Williams. Meine Schülerin. Mal sehen, wie sie sich anstellt. Ich bin gespannt. So. Holoterminal? Ich höre, dass meine Soldaten Norman Carr zu mir bringen. Eine angenehme Überraschung. Oh, Überraschung, Im Krieg gegen diesen Jedi habe ich das letzte Wort. Er wird 1000 Tode sterben. Unsere Begegnung hat ihn strapaziert. Wo ist da die Herausforderung? Ich wusste, das würde euch gefallen. Bei manchen Leuten ist es ganz einfach, das passende Geschenk zu finden. Ich bezweifle, dass es einfach war, Norman Carr zu besiegen. Naja, wie ich sehe, hast du einen neuen Passagier. Jessa Wilsam, nehme ich an. Das ist mein Meister, Darth Barras. Seid gegrüßt, mein Lord. Deinen Eltern geht es gut hier auf Dromund Kaas. Es wird sie sicher freuen, zu erfahren, dass du gerettet bist. Sagt ihnen bitte, dass ich nie glücklicher war. Ich spüre, dass sie dir ergeben ist. Wie hast du das nur geschafft? Wann werdet ihr einsehen, dass es nichts gibt, was ich nicht schaffe? Ich gebe zu, das ist mehr, als ich erwartet hatte. Tja. Nun bist du ohne Zweifel ein Meister der dunklen Seite. Nur die Besten unter uns werden bei den Sith Lords genannt. Du hast dir diese Auszeichnung verdient. Hiermit verleihe ich dir den Titel... Sith Lord. Das hat lange genug gedauert. Vergiss nicht, mit wem du es zu tun hast. Ach, mit irgendeinem Lappen. So tödlich man auch sein muss, um ein Lord zu werden. Ein Darth ist der fleischgewordene Tod. Denk daran. Ja, du bist bald tot, ja. Und nun feiere, wie du es für angemessen hältst. Dann kehre zu mir nach Dromund Kaas zurück. Ich habe große Pläne für uns. Ich will die alte Qualle endlich töten. Wow, ein Lord. Ich bin beeindruckt. Ich gratuliere euch, mein Sith Lord. Ich strebe nach Höherem. Ich gebe mein Bestes, damit es euch zuteil wird. Dem ja, mag ich. Auf jeden Fall. Dir ich auch. Habe Jessas Quartier schon vorbereitet. Ich gehe und zeige es ihr.
Vielleicht gefällt es dir in meinem Zimmer besser, Jessa. Glaubt ja nicht, dass das so leicht wird, mein Lord. Oh, ich mag sie. Ich auch. Kleine Dreiecksbeziehung. Nun, ja, mein Lord, jetzt habt ihr das Mädchen. Ein Sieg, den nicht einmal Barras erahnen konnte. Ihr seid jetzt ein Sith Lord und eure Macht wächst. Worauf wollt ihr euch nun konzentrieren? Noch befolgen wir Befehle. Doch schon bald steht der Meister selbst im Mittelpunkt. Falls ich für euch von Nutzen sein kann, lasst es mich wissen. Jetzt genießt eure Errungenschaften. Super. Ja, Lord Barras oder Darth Barras wird auch noch sterben. Ich habe hier eine Kiste bekommen mit Rüstungsteilen. Die werden wir gleich mal öffnen. Und zwar, die ist besser. Und das hier ist auch besser. Fokusvergeltung war, glaube ich, oben. Genau. Das kommt hier hin. Zack. Sodale. Da wollen die Leutchen auch noch mit mir quatschen, alle. Ich glaube, das hier ist weiterhin Wets Quartier. Ja. Hallo, Wett. Du wolltest mich sprechen? Keine Sorge. Ich musste nur daran denken, was aus der alten Bande auf Nasha Dar geworden ist. Als ich gesehen habe, wie Taunt mit euch geflirtet hat... Oh, ich weiß nicht. Es war seltsam. Keine Sorge. Keine andere Twi'lek der Galaxis kann mir so den Kopf verdrehen wie du. Das verstehe ich nicht. Wirklich? Aber ich bin nichts Besonderes. Nur ein ganz normales Mädchen. Wisst ihr was? Sagt nichts dazu. Widmen wir uns wieder unserer eigentlichen Arbeit. Alles klar. Die Wett ist ein bisschen schüchtern. Ich will mal gucken, was Jessa zu sagen hat, bevor ich mich auf die Wett weiter konzentriere. Ich habe aber einen neuen Titel. Und zwar, wo ist es denn? Lord Wallex. Ich bin jetzt nämlich ein Lord. Okay. So, Lord Wallex. Hat hier eigentlich schon jemand sein Quartier bezogen? Nö. Okidoki. Ach, hier habe ich ja auch noch Quartiere. Ach, hier pennt Jessa. Doppelzimmer, alles klar. Schauen wir mal. Was beschäftigt dich, Schülerin? So vieles. Ich habe die dunkle Seite gerade erst berührt und fühle mich schon, als würde sich die Galaxis vor mir entfalten. Sie hat sich umgezogen. Es gibt so viel aufzunehmen. Und ich gestehe, dass ich ein wenig unsicher bin, was das Leben als Sith ausmacht. Sie sieht besser aus als vorher. Hier ist Make-up drauf. Okay. Beginnen wir mit deiner Ausbildung. Ich bin für dich da. Es ist ganz einfach geholfen. Dein Übergang zur dunklen Seite wird nicht einfach sein. Du kannst jederzeit mit deinen Bedenken zu mir kommen. Ich fühle mich jetzt schon bei euch und der dunklen Seite viel wohler als dort, wo ich zuvor gewesen bin. Mein ganzes Leben habe ich mich gegängelt und eingeengt gefühlt. Immer musste ich aufpassen, was ich sage, Gefühle als meinen Feind betrachten. Die dunkle Seite ist meine Freiheit. Ich werde all meine Empfindungen ausdrücken. Wir glauben, dass es uns stärker macht und unser Potenzial freisetzt, wenn wir unseren Emotionen freien Lauf lassen. Bei euren Worten schwillt mir die Brust vor Stolz und Hoffnung. Bitte, mir schwillt darf ich auch euch was, etwas fragen? Aber was anderes. Du musst mir gegenüber nicht vorsichtig sein, Jessa. Eure Verfügbarkeit ist ein Geschenk. Es geht um die Twi'lek. Wett, können wir ihr vertrauen? Sie scheint ziemlich weich zu sein. Wett hat weder den Willen noch die Fähigkeiten, sich zu widersetzen. Sie beschwert sich, tut aber, was von ihr verlangt wird. Wenn ihr mit ihr zufrieden seid, dann bin ich es auch. Ich sehe, dass ich viel aufnehmen muss. Eure Aufmerksamkeit erfüllt mich mit Demut. Danke. Bitte. Wir können diese Unterhaltung später fortsetzen. Natürlich, mein Meister. Ach ja, ich liebe es. Ich mag das. Ich finde das cool alles. So, ich werde Gespräche in der nächsten Folge weiterführen. Es ist eine große Ehre, einer Persönlichkeit wie Ihnen dienen zu dürfen. Quatsch mir nicht dazwischen. Die Geschichte wird sich an Ihren Namen erinnern. Halt dein Maul. Schnauze. An meinen nicht, aber an Ihren. Alter, halt dein Maul.
So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und die Gespräche führen wir beim nächsten Mal weiter. Haut rein, Leute. Ciao.